Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Martin Sachsenweger. Ich bin heute wieder unterwegs, und zwar um schöne Fotos zu machen. Heute bin ich in Rheinland-Pfalz unterwegs, und zwar habe ich mir heute vorgenommen, die Burg Elz zu fotografieren. Ganz, ganz bekanntes Fotomotiv, ganz toller Spot. Und ich habe schon länger vor, so circa seit einem halben Jahr hier mal vorbeizuschauen, habe es bisher aber leider noch nie gepackt. Heute Morgen ist es soweit. Wir haben 6.15 Uhr, 7.02 Uhr soll die Sonne aufgehen. Ich bin jetzt hier schon am Start, am Parkplatz an der Burg Elz und werde jetzt meinen Fußmarsch zur Burg antreten. Sind ca. 15 Minuten vom Parkplatz. Viel Spaß heute. Ich muss übrigens noch sagen, dass das Wetter, weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Wetterbericht hat gesagt, leicht bewölkt. Sieht aktuell noch ein bisschen stärker bewölkt aus. Also jedenfalls das, was ich so erkennen kann, viel kann man noch nicht sehen. Aber ich bin wie immer total gespannt und hoffe auf mein Wetterglück. Also bis später, ciao. So Leute, kurzer Fußmarsch liegt jetzt hinter mir. Ich bin angekommen hier an der Burg Elz, sie liegt hinter mir. Ach, Wahnsinn, wunderschöne Stimmung. Ich bin zum ersten Mal hier bei der Burg Elz. Ist ja ein unglaublich bekannter Fotospot. So wie es aussieht, bin ich aber jetzt momentan noch alleine hier heute Morgen. Außer die Vögel natürlich, die geben wirklich alles und begrüßen den wunderschönen neuen Tag. Was habe ich heute vor? Ich werde jetzt natürlich erstmal versuchen, die klassische Ansicht von der Fußgängerbrücke auf die Burg Elz zu fotografieren. Werde da vielleicht ein bisschen mit den Linien spielen und im Anschluss werde ich ein bisschen hier um die Burg Elz herum marschieren und mal schauen, was sich da so machen lässt, ob ich hier noch ein paar schöne Perspektiven oder interessante Perspektiven finden kann. Also, ich bin gespannt. Wetter sieht jetzt wieder deutlich besser aus, also es könnte was werden heute Morgen. Also drückt mir die Daumen! Also ihr Lieben, ich habe jetzt hier die erste Einstellung gewählt. Ihr seht, ich habe mein Stativ oberhalb dieser Brüstung hier, dieser kleinen Mauer, aufgebaut und werde die Brüstung jetzt als führende Linie verwenden, um sie also quasi Richtung Burg Elz fließen zu lassen. Mein Stativ habe ich so aufgebaut, dass es stabil ist, sicher ist auf beiden Seiten der Mauer und habe mich jetzt erstmal für ein Hochkantformat entschieden. Das macht, glaube ich, hier bei der Burg jetzt eigentlich am meisten Sinn. Und ja, mal schauen, jetzt zieht es langsam wieder zu, aber es ist trotzdem eine tolle Stimmung hier. Ich bin gespannt. Also so, hier könnt ihr jetzt erstmal meine erste Perspektive sehen, von unten links zulaufend ins Bild. Dieser schöne Steg mit dem Efeu hier vorne, das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich geil. Und dann im Hintergrund die Burg Elz. Der Himmel ist jetzt aktuell auch sehr unspektakulär. Deswegen habe ich da auch noch keinen Fokus drauf gesetzt. Aber gefällt mir ehrlich gesagt schon ziemlich gut. It's Selfie Time! Ja, das mache ich auch natürlich immer total gerne, vor allem wenn man hier total alleine an dem Spot ist.
mal ein Selfie zu machen. Und das kann man auch wunderbar dann als Cover fürs YouTube-Video verwenden. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir noch ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen. Solange ich hier noch ganz alleine bin, werde ich jetzt meine beliebte Position wählen, und zwar ganz flach auf dem Boden mit diesem richtig schönen Kopfsteinpflaster im Vordergrund. Ich glaube, das sieht richtig, richtig cool aus. Es hat zwar nicht geregnet, das heißt, das Pflaster ist nicht spiegelnd, aber es wird trotzdem geil. Also so könnte jetzt diese Perspektive hier ausschauen. Ich habe mich dazu entschlossen, doch noch ein kleines bisschen hoch zu gehen von der Perspektive, damit man hier rechts und links auch noch ein bisschen über die Mauer schauen kann. Also ich bin jetzt in etwa auf Mauerhöhe. Mir gefällt es extrem gut. Ich bin jetzt auf Blende 11, ISO 100 und ca. 20 mm. Belichtungszeit liegt aktuell bei 3,2 Sekunden. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einmal meinen Verlaufsfilter vorne drauf gepackt. Und zwar andersrum, weil mir gefällt das nicht, dass das Pflaster hier vorne so unglaublich spiegelt bzw. so unglaublich hell ist. Deswegen habe ich den Verlaufsfilter einmal nach unten gepackt, und so hat man es schon mal in der Rohdatei auch schon mal ein bisschen besser. Cool, ja, ich habe jetzt ein bisschen freihändig fotografiert, ein bisschen aus der Hand, und habe ein bisschen versucht, mit Schärfe und Unschärfe zu spielen. Und das ist von der Seite jetzt richtig, richtig cool geworden, Leute. Ich zeig's mal. Jemand zu Hause? Hallo? Keiner da. Ja. So, ich warte jetzt hier ehrlich gesagt noch ein bisschen auf gutes Licht. Ich habe meine Position gefunden, habe das Stativ ausgerichtet und warte jetzt einfach hier, bis sich ein bisschen was tut. Es ist immer noch extrem stark bewölkt, aber ich sehe so ein paar leichte, kleine, bunte, rötliche Stellen im Himmel. Ah, das könnte mal wieder gut werden. Es könnte, könnte. Das gehört halt auch dazu. Ein bisschen Geduld muss man immer mitbringen. Deswegen, ich bin eigentlich immer super gerne ganz früh morgens am Spot. Wenn es geht, der Erste. Und damit man sich die beste Position raussuchen kann. Und die dann auch verteidigen kann. Der Erste, der am Spot ist, der darf da auch bleiben. Aber ich wundere mich tatsächlich, warum ich hier der einzige Mensch an dieser Burg bin. Wir haben Samstagmorgen. Eigentlich ist es ganz schön. Komisch, aber ich beschwere mich nicht. Während ich jetzt hier auf die auf das richtige Licht warte, nutze ich jetzt so ein bisschen die Gunst der Stunde und schaue mal so ein bisschen rum, ob ich noch ein paar andere Perspektiven finde, ein bisschen hier um die Burg am
Stravanzen und ich muss sagen, man kann die Burg wirklich von total vielen Seiten fotografieren und auch extrem viele Linien nutzen. Also hier zum Beispiel diese ganzen Geländer, diese ganzen Treppen, finde ich, macht sich echt gut. Und auch wenn man jetzt hier noch ein bisschen weiter runter geht, ich zeig's mal, dann ist man hier unten an der Treppe angekommen und hat diese tollen Burgmauern hier, die man auch toll nutzen kann. Ich glaube, wenn der Baum hier noch schön blüht, vielleicht im Frühjahr oder im Herbst wahrscheinlich noch besser, dann sieht das Ganze nochmal spektakulärer aus. Also man kann hier echt viel anstellen. Ah, tolle Führung hier. Wirklich schön. Hier unten ist auch noch ein Fluss. Vielleicht werde ich da auch gleich nochmal ein bisschen runtergehen und mal schauen, ob ich da noch was verwenden kann. So, ich warte immer noch auf perfektes Licht und deswegen gehe ich hier immer noch ein bisschen rum oder schon wieder ein bisschen rum spazieren. Die Kamera habe ich jetzt auf der Brücke gelassen, ist gerade sowieso keiner da. Aber hier rund um die Burg Eltz gibt es echt einiges zu sehen. Also es ist eine ganz tolle Landschaft und es gibt richtig tolle Perspektiven und Blickwinkel. Von hier finde ich es zum Beispiel auch ziemlich cool. Also da kann man auch einiges draus machen. Mit einem spannenden Vordergrund. Also hier gibt es so Felsformationen oder Efeu beispielsweise. Das gefällt mir auch extrem gut. Was für ein schöner Morgen hier. Schaut mal, wie frühlingshaft. Hier die Blümchen schon blühen. Echt nett. But everywhere I look, it points me back to you. Don't you say we got too crazy? A little mischief makes fun. You told me I was your favorite book. Was it true? Those good old days are worth looking back. There's one thing on my mind. Ja, das wird richtig, richtig cool. Ich habe zwar kein Glück mit dem Wetter, so wie es aussieht. Zieht jetzt wieder zu, ganz dunkle Wolken. Ich kann froh sein, wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen. Aber ich habe trotzdem ein paar richtig coole Perspektiven hinbekommen. Und mei, da wird das Bild halt ein bisschen woody. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier mich dazu entschlossen, ein bisschen Grün mit ins Bild einzubauen. Ich weiß gar nicht, wie die Pflanze heißt. Ich müsste mich mal ein bisschen mehr mit den Pflanzen auseinandersetzen. Also wenn du weißt, wie die Pflanze heißt, ich würde sagen, es ist Efeu, aber sieht so ein bisschen aus wie Efeu. Dann melde dich bei mir bzw. schreib es mir super gerne in die Kommentare rein. Ich zeige jetzt mal den Bildausschnitt. So, ihr seht also hier die Burg Eltz im Hintergrund und im Vordergrund habe ich jetzt diese wunderschöne grüne Pflanze hier eingebaut. Bin jetzt auf Blende 11, ISO 100 und habe eigentlich so gut wie voll rangezoomt mit meinem Weitwinkelobjektiv. Bin auf 35 mm. Habe jetzt mal ein paar Shots gemacht mit Vordergrund unscharf auf Blende 2.8 und auch komplett scharf mit Blende 11. Muss mal schauen, wie es dann im Nachhinein besser ausschaut. I will give you a chance to explain, or maybe tell me you're sorry now, even if things will never be the same. I will give you every hour on the clock and tell me every reason. I showed you my heart, but you only gave me pain. Ja. Ist auch schön hier mit dem Baum oben als Abschluss, als Rahmung. Gefällt mir gut. Vielleicht kann man den Baum auch noch mal ein bisschen anders verwenden. Hier als Rahmung. Oh ja, finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, Leute, da kann man was draus machen. Ich mag sowas ja, ne?
wenn man so ein bisschen Ruhe am Spot hat, kreativ sein kann. Also ich versuche jetzt hier den Baumstamm als Frame zu nehmen, als Rahmen zu nehmen. Sehr interessant. Klasse. Baumstamm als Rahmen zu nehmen. Ich bin jetzt auf einer ganz offenen Blende 2.8. Finde ich ganz cool. Vielleicht geht es auch hier unten. Schauen wir mal. Oh ja, das ist auch spannend. Mega. Würde ich jetzt aber hochkant machen. Ah, cool. Mega gut. Total spannend. Hoppa. Cool. Also kein Glück mit dem Wetter heute. Sieht leider nicht so gut aus. Ich werde trotzdem noch ein bisschen warten. Vielleicht habe ich doch noch mal ein bisschen Glück. Also laut Wetterbericht soll es noch besser werden heute. Also wurde so gesagt. Aha. Schaut da mal her, die Sonne kommt jetzt langsam raus. Ich bin jetzt hier wieder auf der Brücke. Wow, na jetzt wird's doch herrlich. Also Leute, ihr seht hier mein Zielfoto. Die Bugels mittig im Bild. Oben schöner Himmel, leicht blau, paar Wölkchen. Sieht toll aus. Hier unten die Pflastersteine, noch so ein bisschen schattiert von der Sonne und der Weg zulaufend Richtung Burgtor. Also genauso wollte ich es haben. Ich bin auf Blende 11, ISO 100 und habe diesmal keinen Verlaufsfilter drauf, sondern nur meinen Poolfilter. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Oh. Und ich bin immer noch alleine hier. Immer noch. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen wieder nach oben. Und zwar da, wo ich heute Morgen hergegangen bin. Da ist nämlich eine Aussichtsplattform, von wo man quasi von oben auf die Burg schauen kann. Und ich glaube, das könnte jetzt auch ganz nett ausschauen. Deswegen gehe ich jetzt wieder die paar hundert Meter nach oben. Oben angekommen hier bei der Aussichtsplattform oberhalb der Burg Els habe ich jetzt ein wunderschönes Panorama. Also ich zeige es natürlich gleich auch nochmal, aber die Burg liegt ja in einem Tal und ist quasi umrandet von Bäumen, von Wäldern und das sieht wirklich richtig schön aus. Der Himmel hat sich jetzt richtig toll entwickelt. Es ist schon fast wieder zu hell zum Fotografieren. Man kann ja nicht immer alles haben, aber ich habe jetzt nochmal meinen Verlaufsfilter aufgespannt, um auch so ein bisschen die Helligkeit aus dem Himmel rauszunehmen. Und das sieht echt ganz gut aus. Ich zeige es jetzt mal. Schau mal, so sieht aktuell meine Komposition aus. Hier vorne den Vordergrund habe ich grün gelassen, der wird nachher noch ein kleines bisschen abgeschnitten. Vielleicht auch noch vom Himmel, weiß ich nicht. Der sieht eigentlich gerade ganz nice aus, deswegen würde ich ihn ungern abschneiden. Also ihr seht, wie schön der Himmel eigentlich aussieht. Ne? Ich werde mal ein paar Bilder machen, ein bisschen näher ran, ein bisschen weiter weg. Und die Burg liegt jetzt halt wunderschön. Und hier unten sieht man diese Brücke, die zu der Burg hinführt. Sie wird angestrahlt jetzt gerade von der Sonne. Also auf jeden Fall richtig cool. Ich werde jetzt mal ein bisschen am Poolfilter spielen. Sieht man allein im Himmel, was das für eine krasse Veränderung ausmacht. Ich werde darauf achten, dass die Wolken richtig schön zu sehen sind. Also so. Und ich belichte etwas unter. Seht ihr hier? Das ist für mich immer eine Gefühlssache, ehrlich gesagt.
Wenn ich hier auf Normalbelichtung gehen würde, dann ist mir das eindeutig zu hell, die ganze Sache. Deswegen lieber ein, zwei Blendenstufen nach unten. F13 brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Gehen wir vielleicht auf Blende 8. ISO 100, feuerfrei, sieht geil aus. Das Ganze vielleicht auch nochmal in Querformat. Das können wir auch mal machen. Können wir gemeinsam mal machen quasi. Einmal die Kamera aufspannen. Festzurren. Ja, jetzt muss man natürlich den Filter wieder ein bisschen verändern. So schaut's aus. Ich finde es ehrlich gesagt Querformatik nicht annähernd so schön wie Hochformat, weil hier einfach sehr viele so abgestorbene Bäume im Bild sind. Und ja, der schöne Himmel, der ist ja wirklich toll gerade. Der ist halt abgeschnitten. Ne? Ich meine, man kann so machen, aber da geht die Burg halt total unter. Gefällt mir eigentlich auch nicht. Also, es bleibt bei Hochkant. Ja. Also ihr Lieben, wir haben 9 Uhr. Ich habe die Bilder, die ich machen wollte, im Kasten. Ich habe heute meine Shots hinbekommen. Ich bin sehr zufrieden. Hat angefangen mit der Burg in Dunkelheit, blaue Stunde, sehr, sehr wolkig, ein bisschen moody Look und ist dann später noch ein bisschen aufgerissen. Die Sonne hat sich blicken lassen, der Himmel wurde noch mal leicht blau. Ich bin very happy. Es war ein toller Morgen hier an der Burg Els und ich muss sagen, ich bin ja zum ersten Mal hier bei der Burg Els und ich bin total begeistert. Also ich habe selten so eine schöne Burg gesehen, ohne Scheiß. Das ist wirklich eine der schönsten Burgen, die ich jemals gesehen habe. Krass. Ich werde sicherlich noch mal wiederkommen. Also ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über den Daumen in diese Richtung. Und falls du mir noch nicht folgst, dann freue ich mich natürlich auch super über ein Abonnement. Meine besten Bilder sind bei Instagram auch zu finden unter Travel Meets Art. Hier freue ich mich, wenn du auch vorbeischaust, dir vielleicht ein paar Inspirationen holst und einfach mal Hallo sagst. Also, ich bedanke mich, dass du dran geblieben bist. Ich möchte noch sagen, bleibt alle gesund, kommt alle gut durch die doch schwierige Zeit und passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Ciao. Für mich ist der Tag jetzt aber noch nicht vorbei. Ich werde nämlich hier jetzt noch ein bisschen wandern gehen. Aber dazu packe ich die Kamera jetzt ein, weil dann kann ich die wunderschöne Natur hier mal mit den eigenen Augen sehen. So, und wer denkt, ich wäre jetzt schon weg, den muss ich leider enttäuschen. Ich bin nämlich noch ein Stückchen weiter gefahren und zwar zu der Burg Pyrmont. Die sieht man jetzt leider nicht. Deswegen bin ich eigentlich auch nicht hingefahren, sondern ich bin hier hingefahren, um einen Wasserfall zu fotografieren. Hab da einen tollen Tipp bekommen, vielen Dank nochmal. Und bin jetzt hier südlich bzw. unterhalb der Burg Pyrmont. Die kann man von hier leider nicht so gut sehen, an einem schönen Wasserfall. Und zwar sitze ich jetzt hier unterhalb der Burg Pyrmont. Die ist ziemlich genau hinter diesem Baum hier. Und hier sieht man den Wasserfall. Und was ich auch total schön finde, ist hier diese kleine Mühle. Macht sich sehr gut auf dem Bild. Ich zeig's mal. Also so sieht jetzt gerade meine Bildkomposition aus, hier an diesem kleinen Wasserfall. Ich habe mir einen schönen Vordergrund gesucht, und zwar hier diese Wasserpflanzen. Auch hier weiß ich leider nicht den genauen Namen. Und ja, habe jetzt zwei Filter drauf, den 64-fachen und den Verlaufsfilter. ISO 100, Blende 14 und bin bei ca. 5 Sekunden Belichtung.
So, jetzt aber doch die letzte Meldung hier von der Burg Pyrmont. Ich wollte es einfach nur noch mal zeigen, hinter mir im Bilde wunderbar zu erkennen. Wer in der Nähe der Burg Eltz sein sollte, sollte hier auf jeden Fall einmal vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine ganz, ganz tolle Burg. Also danke nochmal für den Tipp. Also macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal.